Okay. Personal. Schicht. Kassierer einstellen. Schichtplan. Kassierer. Auch die Spätschicht. Haben wir erledigt. Was ist das? Geschäft 53. 20, um 22:59 Uhr, also auch für die Spätschicht. Kassierer einstellen. Schichtplan. Kassierer. Für die Spätschicht. Okay. Weg damit. Hier müssen wir warten, bis das Lager so einigermaßen fertig wird. Dort. 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 Haben wir eine Tür? Die Personaltür. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Hier. Und hier hätte ich auch gern Personaltür, weil hier es sind ja dann zuweisen. Mal das Lager. Dort. Und einmal ein Wartungszentrum. Zack. Verwalten Geschäft, Lager zuweisen hier. Momentan dauerhaft closed. Personal, Kassierer einstellen. Eins, zwei, drei für die Nachtschicht, hätte ich gesagt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Kassierer. 3 für die Nachtschicht. Na komm. Hier Frühschicht. Ich glaube, ich hab's jetzt schon verkackt. Waren doch 5 Frühschicht, oder? Ja, 5 Frühschicht. 5 Spätschicht. Ich denke, müsste eigentlich schon ausreichen. Oh, guck mal, der ist sogar ziemlich gut. Zufrieden schon. So, Lageristen. So. So. Haben wir immer 2 Leute da? Das Lager verwalten wir bitte komplett voll. Und jetzt hat wir hier komplett Haushaltsgegenstände, Waschmittel. 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 Oder ist schon Bedarf? Ja, ist alles Haushaltsgegenstände. Alles in einem Laden. Ich habe irgendwie den starken Verdacht, dass wir plötzlich anfangen müssen. Ach so, wir bauen da oben noch die Straße weiter. Straße. Straße. Dass wir gleich anfangen werden, etliche Sachen extra in den Laden zu packen. Weil Werkzeug ist jetzt nicht so viel. Ich habe den starken Verdacht, dass dann hier plötzlich nur ein Laden mit Werkzeug sein muss. Habe ich den Verdacht? Wäre nicht so toll. Wäre gar nicht so toll. Überhaupt nicht toll. Und wir haben, glaube ich, hier sowieso gerade ein Problem. Gerade anfangen, Frames zu verwerfen. Glühbirnen und Elektrizität. Glühbirnen und Elektrizität. Glühbirnen und Elektrizität. Wir haben übrigens früh um 5 Uhr unsere Kosten schon gedeckt. Da gibt es dann Plus momentan.
Ich denke, das wird auch kein Laden sein, der uns wirklich Plus gibt. Denke ich nicht. Und das meiste Plus machen wir halt wirklich durch durch Klamotten. Bei Klamotten auch nicht mehr. Durch Schmuck. Durch Schmuck. Durch, Fast Food mittlerweile. Eigentlich fast nur noch durch Fast Food. Man bringt so viel mehr rein. Nachdem wir es jetzt hinbekommen haben. Und durch die Geräte. So. Also wenn ich jetzt hier das anschaue, da kriegen wir 7000 plus. Elektrik. 10.000. 19.000 durch Kameras. 7.000 durch das. Alkohol macht mittlerweile, macht ist so plus minus null, null. Wein ist mehr so null, minus. Herrenschuhe ist so plus 5.000, okay, Damenschuhe plus 12.000, Unterwäsche ist eher minus. Klamotten ist plus 14.000, ist sehr viel eigentlich sogar. Getränke ist rein minus, immer ein Minusgeschäft. Nahrung, minus 3.000, minus 2.000. Auch so ein bisschen Minus. Das Fleischgeschäft, das Fischgeschäft auch so ein bisschen Minus. Das Brotgeschäft ein großes Minus. Andere Nahrungsmittelgeschäft auch ein großes Minus. Aber hier 24.000 und hier ja, plus minus null. Sag ich mal plus minus null. Bettlaken. Können wir die Haushaltsgegenstände drüben im anderen Geschäft auch. Yay, Gewitter. Weiß nicht, für Webframes. Und ich habe wieder WhatsApp Web offen. Ja, ich habe einen Kommentar. Eins. Da ist einer auf der 1. Ich habe WhatsApp-App mal schnell zugemacht. Bettlaken. 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 Chris, du hast gar nichts drauf geschrieben, als ich zu, was ich dir als Antwort gegeben habe, wie ich da ein bisschen mehr Zeit hatte, um das durchzugucken. Weil direkt nach dem Stream, dem Moment, also... Sean kam schon rein, wie ich vorhin Tschüss gesagt habe. Und danach war Simon Raider. Hatte ich kurz Besuch und dann war ich auch schon wieder weiter. Deswegen konnte ich dir auch keine richtige ausführliche Antwort darauf geben. Aber die habe ich dann bei meinen Eltern nachgeholt, wie ich bei meinen Eltern war. Bettlaken. 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 Oh. Gehen wir mal kurz da durch. Was bist du? Waschmittel, Glühbirnen und Elektrizität. Bettlaken, Koch-OTT und Geschirr. Haben wir eigentlich hier. Dit. Dit. Das wegtun. Wir haben das ja eh so aufgebaut, dass es hier nach und nach immer das oberste ist. Das. Das. Nächstes wird an Gesundheit und Schönheit dran. Wird ein größerer Laden ein bisschen? Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir können eh nur 10 in den Laden packen. Nein! Koch in die Sizilien. Bettlaken haben wir doch schon. Koch Utensilien. Koch Utensilien. Koch Utensilien. Wieder Bettlaken gemacht. So aus. Katzenhaare! Immer Katzenhaare! Ich hasse dich, Katze.
So, 25, 25 Kochutensilien, okay. Genau, 25, 25 Koch. Waschmittel und Elektrizität ist noch bei 31. Wird aber eigentlich auch gleich runtergehen. Was ist eigentlich Kochutensilien und warum ist es hier? Pfannenwände und so Zeug, würde ich mal sagen, ha? Würde ich mal behaupten. Würde ich mal behaupten. Anwender Schneebesen. Gewürze ist nicht. Gewürzspender. Pfeffermühlen. Ohne Pfeffer natürlich. Keine Ahnung, jetzt nur noch Geschirr. Nur noch Geschirr rein. Geschirr, Geschirr, Geschirr. Überall einmal rein. Da müssen wir warten, bis der Laden aufgefüllt ist. Und dann können wir in der Zeit eigentlich schon den nächsten Laden aufbauen. Oder halt zumindest das Fundament etc. bauen lassen. Und ich denke, wir haben dann auch alles langsam, aber sicher abgedeckt. Ich sehe hier, Bekleidung zum Beispiel ist abgedeckt, Pressedruck, sonstiges. Wird vielleicht noch werden. Ein Lottogeschäft, da gibt es ja auch immer Tabak. Also bei uns in den Lottogeschäften gibt es meistens eigentlich alles. Tabak, Schreibzeug, Lotto, was weiß ich, einfach wirklich alles. Auch Liquids und so Zeug gibt es auch. Ich denke, das wird wie so ein Lottogeschäft gemeint sein. So. Geschirr. Geschirr. Und Geschirr. Jetzt würde ich gerne hier im Verwaltungszentrum einmal 1, 2, 3 Bauarbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dinge einstellen, Hausmeister, und dann jeder Schicht so mal 5 platzieren, weil ich will ja die so ein bisschen, also die habe ich mir jetzt so ein bisschen unterstützen gedacht. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Die sind jetzt so ein bisschen unterstützend. Das meiste haben wir ja schon angepasst, so wie wir es brauchen. Das sind immer 5. Immer 15 da. Und Bauarbeiter auch wieder immer einen. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ja, so langsam. Aber sicher wird es schon deutlich größer. So, als nächstes wäre Seife und Shampoo. Das ist ja. Seife und Shampoo ist. Im Bedarf. Gesundheit und Schönheit. Da haben wir ein bisschen mehr. Wir kommen gerade Besuch. Jetzt sieht alles so ein langes Gesicht. Was ist denn los? Eine Scheibe ist gesprungen. Ich mach mal kurz Pause. Mach mal gleich. Der Laden hier, dann würde ich sagen, bauen wir den nächsten Laden gleich auf. Das war ja Gesundheit und Schönheit. Ein Fundament. Bauen wir den weiter in die Richtung auf schon, oder? Fangen wir da oben weiter an. Da hätten wir jetzt schon die ganze freie Fläche. Ich glaube, wir bauen da oben weiter auf. Die Straße will ich behalten. Ah, so. Die Straße würde ich gerne behalten. Wie, wir haben nicht genug Geld. Ich gebe dir gleich nicht genug Geld. Ja, wenn wir halt auf langsamer Geschwindigkeit spielen momentan, weil sonst ruckelt's zu sehr, leider.
Da muss Herr Entwickler in der Engine noch ein bisschen nacharbeiten. Weil das ist so nicht schön. Von der Bewegung her ist es ja ähnlich wie bei Prison Architect. Von dem, was unterwegs ist. Ladezone hier. Ah, so, genug Ladezonen. Personalparkplätze. Nein. Hier. 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 Und hier nochmal Müllabfuhr. Peng. Zweimal. Hier schauen wir mal schnell, dass man es. Ach, ist schon von der. Du kannst so nicht spielen. Kannst wirklich immer nur die Geschwindigkeit hochstellen. Müssen mal warten. Bis 0 Uhr, dann gibt es wieder 100.000. Mittlerweile 100.000. Ja, peng. Der Gewinn ist nicht schlecht geworden. Wir haben alles unter Kontrolle gekriegt. Und den Verlust. Also das, die täglichen Kosten. Die Wartung 23.000, die haben wir um. Ja. Und haben wir sie drin? Ja, wann gibt's Plus? Schauen wir mal schnell. Ihre. Fünfe. Vorhin waren schon Fünfe. Sechse. Sieme. Ja, ab 7 Uhr circa kommen wir ins Plus rein. Wir haben unsere 97.000. Ich würde gerne hier das Fundament gleich weiterbauen. Denn wir brauchen ein bisschen Beauty und Schönheit. Die Tür will ich hier lassen, damit die Straße will ich hier lassen, damit die rauf und runter kommen. Würde ich gern vielleicht nicht hier auch schon eine Straße bauen. Das ist mir zu nah an der Kreuzung da dran. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Laden dann hingequetscht und dann dazwischen die Straße. So, gucken wir mal. Ist das da oben mal einigermaßen durchgebaut ist. Ja, ich lasse mal kurz. Da unten können wir auch gleich noch ausbessern. Noch 30.000. 20.000. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist er fertig mit Bauen. Ich habe eine Nachricht. So. Kriegen wir das nächste Geschäft noch hin? Momentan ist ja alles nur umlagern. Die Geschäfte spezialisieren, um die höheren Qualitätsstufen. Angeekelt, wo denn? Hier, okay. Warteschlange im Fastfood. Ich habe nicht auf die Uhrzeit geschaut. Fastfood. Wir brauchen Kassierer. Einen, zwei. Für jede Schicht, so wie es ausschaut, gerade. Schichtplan. Noch mehr Kassierer. Okay, noch mehr Kassierer. Es kommt halt unterm Strich wirklich immer mehr und mehr her. So, und ich würde vielleicht gerne noch einen Kassierer für die Nachtschicht einstellen. Kassierer. Peng. Einen für die Nachtschicht. Peng. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da jetzt da drin arbeiten. Sieht man das hier irgendwo? Nein. Sieht man das hier irgendwo? Gehälter, die explodieren natürlich auch. Finanzen. Ja, kann man sich nicht mehr beschweren eigentlich, ja? Gut, Beauty Schönheit ist jetzt das nächste, was wir haben. Hier ist es sind die Regale einigermaßen aufgefüllt. Ich würde gern hier das Geschäft eröffnen. Peng! Hier haben wir es ja schon abgerissen gehabt. Müsste jetzt der Bedarf und Haushaltsgegenstände eigentlich gar nicht mehr gedeckt gewesen sein. Hier irgendwas Spezielles? Kosmetika, ein Kosmetikladen, das müsste einzeln eigentlich sein. Medikamente. Wir haben Kosmetika und Medikamente in einem einzelnen Laden. Okay. So, jetzt wäre natürlich der Laden zum Beobachten.
Das heißt, in einem einzelnen Laden müssen wir Kosmetika und Medikamente machen. Das wäre hier dann. Bauen. Wäre das, was ich vorhin gesagt habe, einen einzelnen Laden. Wo wir nicht das Geld dafür haben. Wir brauchen 132.000. Wir müssen leider dann noch einen Tag warten. Können wir den Laden hier ein bisschen begutachten. Wir haben den ja eröffnet. Wie der so ein bisschen läuft. Schaut aber ganz gut aus, ne? Macht jetzt keine Probleme. Was ist hier? Geschäft 53. Um 19 Uhr. Was? Ist ausverkauft gewesen? Okay. Dürfte eigentlich auch nicht sein. Weil Auswahl ist ja da. Die Lageristen sind auch sehr viele. Was ist denn eigentlich heute? Kino. Ja gut, wir haben noch kein Kino. Da schaut's gut aus. Ich hab den nochmal gut eröffnet, den Laden. Ich denke, den haben wir gut hingekriegt. So, Kosmetika heißt es aber auf jeden Fall. Kosmetika und Medikamente brauchen wir noch zwei spezialisierte Läden. Aber ich würde gerne erst einmal den Hauptladen oben eröffnen. Also den hier einräumen. Bauen, dafür brauchen wir erstmal eine Doppeltür. Peng, wir nehmen wieder Laminat. Exakt. Dahin. Hier. Und mal kurz Pause. Damit ich zur Orientierung. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir 2 frei. So. Da wäre nämlich dann das Ding. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier ganz normal so unseren Verkaufseck. Müssen auf jeden Fall hier einen Ticken größer werden noch. Ich schaue, dass wir hier auch drei untereinander bekommen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 2, 3, 4. 5. Ja, die Geschäfte hier waren alle einen Tick größer als das hier alles. Aber das kriegen wir hin. Das machen wir auch größer. Drei Stück untereinander. Wenn es sich überhaupt lohnt, weil wir haben Bedarf hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Also es lohnt sich nicht ganz. Wird sich ja fast lohnen, 2, 4, 6, nee, so nicht. Wir müssen schon größer werden. 1, 2, 3. Okay, Fundament. Hätten wir die 4, die 5 und 2 frei. So muss es werden, das Fundament. So. Aber jetzt kommt das Aber. Wir müssen einmal wieder auf Geld warten, weil wir Fundamente bauen müssen, größere Fundamente bauen müssen, deutlich größer werden. Der Laden ist vollkommen in Ordnung, der wird aber hundertprozentig Verlust machen. Ja, er macht Verlust. Wir haben einen Gewinn von 90 und machen 2700 Verlust, aber das ist, war mir irgendwie klar. Das war mir da irgendwie klar. Okay. Das war vielleicht doch noch der erste, wo wir noch nicht voll eröffnet hatten. 400 nur noch Verlust, aber Angebotserweiterung ist wichtiger, um mehr für das andere euch ranzubekommen. So, weiß ich aber, wie ich das hier vielleicht mache. War 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das hier, warte mal. Hier die Mauer. Machen wir hier das Lager rein. Dann machen wir hier das Lager rein. Das restliche ist ein Geschäft.
So, wir müssen aber Fundament, wir haben 112.000. Müssen wir schon schauen, dass wir hier einigermaßen wieder durchbauen. Zack. Dass wir hier dann schön das Geschäft hier durchbauen. Da unten dann unsere zwei Spezialisierten noch. Dann können wir hier eine Straße raufziehen. Hier müssen wir die Straße dann eben ein bisschen umbauen wieder alles. Aber die Straße will ich hier auf jeden Fall haben, dass eine Verbindung zwischen oben und unten besteht. Zwischen den zwei Ecken, dass sie so mittendurch mal durchlaufen können. Weil hier wird es dann eh weitergehen in die Richtung erst. So, vorsichtig hier. Bauen. Straße. Also hier. Hier wäre die Straße. Hier wären dann die Zuliefererdinger. Füllen wir hier mal weiter auf. Jetzt machen wir jetzt mit dem Boden. Zack. 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 Wir tun das auch gleich zuweisen. Lager. Lager. Und hier ein Geschäft. So, weil jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Produkte hatten wir ja, oder? Im Bedarf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Dann haben wir das ganz gut unterbekommen, nämlich. Wir brauchen erstmal hier noch ein paar Personaltüren. Hier würde ich mal eine hersetzen und keine Ahnung, setzen wir hier mal eine her. Hier hinten dann auch noch zwei. Doppeltür mal damit hin. Und jetzt hat Regale. 2, 3, 4. 5, oder? 2, 3, 5. 1 steht ja schon. Okay. Wir wissen, wie weit wir das Fundament erweitern müssen. Oder wir wissen, dass wir das Fundament erweitern müssen. Damit wir hier noch ein bisschen mehr herbekommen. Jetzt werde ich fast dunkel hier. Ja? Fast hier noch ein bisschen herbekommen. Kassen brauchen wir oben dann auch ein paar. Platzieren wir dann auch gleich mit. Dann haben wir den Shop soweit fertig. Oder halt die Druckerie in Anführungszeichen. Dann brauchen wir noch zwei Spezialisierte. Die würde ich unten hinbauen gern. So. Kriegen wir das hin. Können wir hier nämlich ganz entspannt. Das. Hier oben bauen wir gleich mal die Kassen hin, dann können wir vielleicht auch gleich ein paar Leute einstellen. Damit wir das Lager schon mal, damit wir das schon mal auffüllen. Oder damit wir es auffüllen können. Wir brauchen hier Straße, Ladezonen. 3 Stück müssten reichen. Personalparkplätze. So, machen wir mal so. Okay. Wir müssen warten. Wir haben gerade nur noch ein paar tausend. Wir müssen warten, bis der Tag wieder rum ist, damit einmal abkassiert wird. Wir einmal Kohle bekommen. Und der erste Kaffee ist leer. Gerade 6000.